Meine Lieben, willkommen zurück zum Bed and Breakfast, unserer extremen krassen geilen Geldeinnahmequelle. Unsere Spelunke, sowie unser Motel unten. So, wir haben ja hier schließlich noch die Quests ab. Ich habe nicht weiter gespielt, ich mache das komplett mit euch. Und ja, da lag Schmutz. Okay, da kommt noch jemand dann. Oh, jetzt war ich einmal zu weit, Entschuldigung. Tja. So, wir haben auch ganz viel Geld, habe ich gesehen. Und doch. Oh, da liegt auch noch Geld. Das ist auch alles Keks mit Honig irgendwie. Gutes Projekt schleift so ein bisschen. Also hier passiert gerade nicht wirklich viel Aufregendes. Hä? Noch mehr Geld. Das habe ich gar nicht gesehen. So, wir reisen jetzt nochmal zurück zum Motel. Da können wir ja nochmal was bauen. Eigentlich. Was mich interessieren würde, ist eben halt das mit dem Diner, ne? Mit dem Essen machen. Oh, wie sieht es denn hier aus? Ist ja fürchterlich. Meine Herrschaften. So, hier passen noch zwei Zimmer hin, ne? Die Frage ist, ja doch, eins müssten wir auf jeden Fall noch machen. Drei Gäste plus, denke ich mal, ist noch ein Zimmer. Dann machen wir das mal. Dann machen wir noch ein Schlafzimmer hier hin. So. Ist da, woran ich wieder nicht dran gedacht habe? Ins Bett. Herstellen. Bett. Das. Ach nee, hier gibt es ja noch gepolsterte gepolsterte Fußstützen. So, Nummer 1. So, dann können wir die hier nämlich auch gleich auswechseln. Die bringen nämlich mehr... Hups, nee, du nicht. Ach, sag mal, wieso greife ich denn jetzt hier mit dem Teppich? Den haben wir beim letzten Mal gar nicht gemacht, seht ihr? Oh, die sind nämlich ein bisschen luxuriöser hier. Ah, wunderbar. So, jeder hat eine Fußstütze. Dann machen wir noch einen kleinen Schminkschrank. So, dann fehlt uns noch der Teppich und eine Pflanze. Das kriegen wir wieder oben. So. Ja, mein Zimmer. Irgendwie ist hier mal alles im Weg. Oh, Teppich. Und Pflanze. Und Licht. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn da für Licht? Wir haben alle Öllampen, ne? Bringt eins, bringt eins, bringt alles eins. Dekoration. Von daher ist es egal, welche Lampe wir nehmen. So. So. Ja, mal krass identisch, ne? Beauty. Nee, das Welcome haben wir schon wieder vergessen. nochmal rum gegen den Baum laufen. Ach, nee. So. Gut. Dann sind wir damit fertig. Wunderbar. Dann können wir noch einen Reisenden zu uns holen. Oh, hinter die Rezeption. So.
Super. Guten Tag. So, dann müssen wir jetzt ein bisschen warten. Aber ich weiß immer noch nicht, was mit dieser Quest hier ist. Große Taschen. Das ist jetzt nicht so... Kann man nichts damit machen, irgendwie. Na gut. Müssen wir warten. So, die können wir aber hier rüberlegen. Sonst haben wir nichts doppelt, ne? Nee. Alles gut. So, dann müssen wir abwarten. Ich würde sagen, wir schlafen. Geht ein bisschen schneller alles. Ha! Habt ihr das gesehen? Ich habe mich bewegt. Und ding! Beide Quests fertig. Hast du alle Voraussetzungen erfüllt? Fertig. Fantastisch. Damit ist unser Vorstoß in die Nebenstraßengeschäfte abgeschlossen. Dein außergewöhnliches Unternehmensreich wächst. Dank der harten Arbeit des Pawn Voyage Traders. Wie kann ich dir das nur jemals zurückzahlen? Denk daran, die Arbeit an deinem nächsten Premium-Grundstück zu beginnen. Was? Immer noch nicht meins. Mache deinen nächsten haiartigen Agenten ausfindig und drück auf den grünen Knopf. Oh nee, echt jetzt? Sag mal, das reicht doch, wenn wir hier erstmal da jetzt aufbauen, oder? Oh, wie schön. Komm eine alte Dame doch ab und an besuchen, hä? Hm? Soll ich jetzt zu Oma? Ja, ich soll zu Oma. Soll ich jetzt schon zu Oma? Wir müssen noch an die Hohlkreuzung dann. Du kommst ganz schön rum, was? Meine Güte, ich bin gerade erst angekommen, schon habe ich dich am Hals. Ich verfolge dich nicht. Du scheinst es auf die kleine Betoninsel geschafft zu haben. Eine wohl noch schlimmere Oase als die Wüste, vor der sie einen rettet. Dieser Ort beherbergte einst alle möglichen Leute. Aber größtenteils solche, die wenig Zeit haben. Sorry. Einer von ihnen war ein Seemann, oder sollte ich besser Captain sagen. Er war Vater dreier starker Burschen und hatte viele unerwartete Zwischenstopps. Einige würden sagen, seine Arbeit wäre hektisch, unterlege den Launen der See. Er macht diesen Zwischentopp so oft, dass er ein festes Zimmer ganz für sich allein hatte. Man könnte sich vielleicht fragen, warum sein Zimmer auch mit immer den gleichen Gästen kam, die er ganz für sich hatte. Ich schätze, die Kälte des Meeres verfolgt einen, selbst wenn man an Land ist. Man klammert sich an jede kleine Glut, die man finden kann. Er hatte dieses Buch auf all seinen Seereisen bei sich. Einmal hat er es mir sogar gezeigt, es war sein größter Stolz. Der Plan wie ein Uhrwerk, die Koordinaten, die Schiffe, ihre Namen. Es war so faszinierend, dass ich mich nicht beherrschen konnte und es unter einem Schrank versteckt habe. Und er hat es nie wieder gesehen, niemand von uns. Ich kam hierher zurück in der blinden Hoffnung, das Chaos hätte dieses kleine Buch verschont. Aber unter dem Schutt und dem Staub war nicht zu finden. Nicht einmal ein Schrank, unter dem man hätte nachsehen können. Wenn du zufällig ein altes, ledergebundenes Buch stößt, tu einer alten Dame einen Gefallen, wärst du so lieb. Ja, echt jetzt? Ich hab's doch. Ach du meine Güte, ist das, was ich denke? Weißt du, solche Tiere wie dich habe ich hier früher nicht rumlaufen sehen. An manchen Tagen konnten wir uns glücklich schätzen, ein paar Vögel zu hören. Jetzt scheinen sie den Laden zu führen. Nicht, dass ich mich beschwere, ihr seid wahrscheinlich eh viel qualifizierter. Und du scheinst wirklich Sachen wieder in Form bringen zu können. Diese Straße war einst voller Autos und Busse. Menschen, die dem Problem anderer Menschen hinterherjagen. Oder manchmal auch ihren eigenen, aber nur selten. Man hatte nie Zeit, sich um sich selbst zu kümmern. Oh, ich mache es schon wieder, quassle einen Bären. Klingt, als wärst du schon sehr lange. Könntest du... doch nur Antworten einer alten Dame Gesellschaft leisten.
Ich scheine etwas aus der Übung zu sein, in Gesellschaft zu sein, meine ich. Aber ich bin nicht hier, um mich zu bemitleiden zu lassen. Dafür gibt es hier viel zu wenig Alkohol. Danke, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich habe noch einen weiteren Weg vor mir. Wie jetzt? Sie hat das Buch und verschwindet? Okay. Sehr mysteriös. Ach, Sabine. Hat mich gefreut, dich hier zu treffen. Ich denke, irgendwas muss schiefgegangen sein. Auf einmal sind so viele Leute da. Durch diese verdammten Hai kommen die Leute in Scharren. Ich muss den Damm beim See im Auge behalten. Also ist der Damm nach Bergsee offen. Wenn du es bis dorthin schaffst, suche nach mir. Ich kenne diesen Ort in- und auswendig. Ah, wir haben einen neuen, ein neues Route, ja, freigeschaltet. Ja, okay, cool. So, jetzt sind wir hier, denke ich, erstmal fertig. Das mit dem Diner, mit dem Essen machen, keine Ahnung. Habe ich noch nicht rausgefunden. Kommt bestimmt alles. So, wir fahren jetzt nach oben, dass wir die Quest auch da fertig machen können. Hast du den Auftrag erledigt? Ja. Herzlichen Glückwunsch, es kommt der Ort sehr zugute. Die Gäste haben jetzt schon höhere Erwartungen an diesen Ort. Studentenfutter. Sammelgegenstand. Und werden noch mehr bezahlen. Juhu. Diesen Ort sind weitere. Errichte zwei Zwerfstandstufe, zwei in Hochkreuzung, Belohnung 2000 Münzen. Arbeit im Gange. Arbeit fertig. Haha, live. Herzlichen Glückwunsch. Achso, ich kann das immer weiter pushen. Ah, damit ich noch mehr Geld kriege. Was ist jetzt das? Du musst folgende Arbeit erledigen. Höher das Ansehen. Ja. Ah, erhöhe das Ansehen. Okay. Ach, unten hätten wir das auch machen können. Na, egal. Egal oder nicht egal? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal da hoch. Ich bin neugierig. Nun, ich niemals. Schau mal an, wie den steinigen Weg hinaufgekraxelt ist. Ich würde es eher als Rumeiern bezeichnen. Willkommen in Bergsee. Nun, ich würde dich niemals für dumm verkaufen. Oh, da besteht keinerlei Zweifel. Darum langweile ich dich nicht damit, warum dieser Ort so genannt wird. Aber das war eins der schönsten Orte im Sommer. Das sanfte Wiegen der Bäume im Wind, die Stille des Wassers. Kein Wunder, dass der Captain sein Ferienhaus hier gebaut hatte. Ich erinnere mich, dass es einen wunderschönen Garten hatte. Man konnte ihn vom Damm aus sehen. Natürlich durfte sich niemand dem Anwesen nähern. Du solltest einen Blick darauf werfen. Es ist oben an der Schotterpiste. Ich bin sicher, du findest dem Weg Früchte oder so, die du essen kannst. Das ist deine Hauptbeschäftigung, oder? Früchte essen? Ich würde mich niemals auf Früchte beschränken. Ich gehe über den Damm zu meinem Außenposten. Wir sehen uns. Okay. Sorry, wenn ich so huste, aber ich bin ein bisschen erkältet. Ja, nun lass mich mal weitergehen hier. Oh, meine Güte. Was, suche jemanden, der dir Bergsee helfen kann? Gott, eine Ziege. Wo soll man lang gehen? Oh, was ist denn das? Mitnehmen. Wir müssen noch so ein Bushalteschild... Entschuldigung, falsche Tasse. So ein Bushalteschild. Ach du Scheibenhonig. Oh, krass. Bauernhaus. Mikrocheck 1, 2, 3, 4. Was geht? Was geht ab? Sie können mich hören? Mist. Ah, okay. Oh, Entschuldigung.
Gut, das, was wir jetzt noch machen können, wir können jetzt nochmal komplett zurückgehen und die Bushaltestellen mal in Betrieb nehmen. Minze. Das ist da wieder irgendeine Questaufgabe bestimmt. Wer ist das denn? Julia. Nein, das ist das letzte Mal. Du nimmst nichts aus meinem Garten. Bitte, es ist kaum etwas übrig und es ist nicht mehr Kartoffelsaison. Oh, ich wollte hier nicht so reinplatzen. Oh, wolltest du nicht? Nun, du hast es aber trotzdem getan. Tut mir leid. Oh nein, ich wollte nicht so grob rüberkommen. Tut mir leid, du musst dir dein Essen einfach woanders suchen. Hey, zu einer heißen, glänzenden Kartoffel würde ich nicht nein sagen. Aber deswegen bin ich nicht hier. Oh, natürlich, es war wirklich dämlich von mir, das anzunehmen. Das ist nicht mal ansatzweise dämlich, das sag ich dir. Ich bin Hank. Ich lebe mit meiner Mutter und meinem besten Kumpel im Dickicht. Schön, dich kennenzulernen, Hank. Ich bin Julia. Ich bekomme nicht auf Besuch. Nun, eigentlich schon, aber normalerweise redet der Besuch nicht, sondern nimmt nur. Und viel habe ich nicht herzugeben. Ich bin nicht hier, um etwas zu nehmen. Ganz im Gegenteil, eigentlich. Julia ist stets immer stationiert mit der Bewohnerin des großen Anwesens. Mhm. Sie schien großes Interesse an ihrem Gemüsegarten zu haben. Der Rest des Anwesens war jedoch relativ egal. Ein intensives Aroma, das aus dem Haus drang, deutete darauf hin, dass sie jemand eine Vorliebe fürs Kochen hatte. Die Vermutung bestätigte Hanks Knurren am Magen nur zu gerne. Ich bin nicht immer ganz unkündig. Ich hatte mich gefragt, ob dieses alte Haus bewohnt ist. Ich denke, es könnte einen neuen Anstrich vertragen. Nun, das war's mal, Schätze. Jetzt steht es leer. Es war schon ewig niemand mehr in der Hütte des alten Captains. Würde es dir was ausmachen, wenn ich einmal einen Blick hineinwerfen würde? Nein, aber solange es dir nichts ausmacht, dich mit meinem Garten fernzuhalten. Achso. Das ist die Wohnung vom Captain? Kräuter. Sollte ich die nehmen? Nö. Finde einen Weg. Ach, hier ist der Garten. Wow. Ach, das ist das Captain House hier, oder was? Okay. Genieß den Tag. Du kannst deine Schulden nicht aus dem Grab zurückzahlen. Aber deine Kinder können es. Hallo Sprachboxperson, ich bin bereit, mir wieder die Hände schmutzig zu machen. Sei Teil der nächsten Atombombenabend, der nächsten unglaublichen Unternehmung des Excellent, bla bla bla, was hatten wir doch schon, bis zum selber Hai. Individualismus sorgt nicht dafür, dass die Zahnräder sich schneller drehen. Irgendwo befindet sich ein Beutel, der seinen Wind vermisst. Willkommen im Bergsee. Der Bernsteinjuwel, der Stolz des Tals, das große Tief. Und dabei sprechen wir von eingesunkenen Landschaften, nicht von den Gründen im Bett zu bleiben. Das, okay. Da hat jemand aber einen tollen Tag. Das goldene Plateau im geologischen Sinne natürlich. Nicht auf die späte Jugendphase bezogen. Also gut jetzt. Das Anwesen des Captains ist ein perfekter Zielort für einen Premium-Ausbau. Das idyllische, familienfreundliche Bauernhaus, ideal zu Dutzende von lauten und bekannten Fremden anzunehmen. Wie immer ist ein bedauerlicher Mindeststandard nötig, um diesen Standort zu eröffnen. Ja, das kennen wir ja schon. Möchtest du es reparieren hier? Entferne kompletten Schutt und Müll. Was sonst? Oh, da geht es sogar nach oben oder nach unten.
hier oben ist nichts. Aha, okay. Ja. Schritt 2 Samen repariert werden kann. Schwing den Arsch hoch an die Arbeit. Juhu! Wunderschön. Super, das hätten wir geschafft. So, meine Lieben, und damit kommen wir auch zum Ende der Folge. Wir sind jetzt hier in Bergsee. Hier kommt das nächste Projekt, was wir bauen. Das nächste, die Kapitänshütte, die alte ehemalige Hütte. Da hat ein großes Haus für einen Kapitän. Ne? Und darüber ist der Garten. So, und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. So, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Bye, bye.